Impuls für diese Ausstellung ist sicherlich unsere kostbare Myanmar-Sammlung im Lindenmuseum, die hier erstmals für den Besucher geöffnet werden wird. Zum Zweiten sicherlich auch die politische Situation in Myanmar, einem Land, das sich nach langer Isolation geöffnet hat und wo das Interesse des Westens sehr stark jetzt auf Myanmar fokussiert ist. Und zum Dritten natürlich die Einstellung von Herrn Dr. Noack als Süd- und Südostasien-Referent und Myanmar-Experte. Myanmar ist für mich ein besonders faszinierendes Land, weil sie bis heute sehr viele lebendige Traditionen dort finden. Das Land ist lange sehr isoliert gewesen und was anderweits in anderen Ländern passiert ist, dass viele Traditionen aufgegeben worden sind, handwerkliche Traditionen, künstlerische Traditionen, aber auch religiöse Traditionen. Das ist in Myanmar meistenteils noch nicht passiert. Es ist eine lebendige, ungebrochene, kontinuierliche Tradition vorzufinden in vielen Bereichen. Es hat ja eine lange Vorbereitung für diese Ausstellung gegeben, an der viele Menschen, ich habe mal gezählt, es sind über 50 Menschen, die hier daran beteiligt waren, diese Ausstellung zu gestalten. Und wir sind jetzt schon sehr weit. Die Architektur steht und langsam beginnen sich eben auch die Vitrinen mit Objekten zu füllen, die teilweise aus unseren eigenen Sammlungen hierher gebracht werden. In den nächsten Tagen treffen dann auch die Leihgaben von zahlreichen anderen Museen in Deutschland, der Schweiz und Großbritannien ein. Es ist natürlich immer bei so einem großen Projekt sehr wichtig, dass man die geeigneten Themen präsentiert, die Objekte sucht, andere Museen natürlich konsultiert, auch die Objekte aus dem eigenen Hause nochmal in die Restaurierung reingibt. Die Ausstellung zeigt wirklich einen wunderbaren Überblick von der Vergangenheit bis in die Gegenwart hinein. Also es wird auch der Blick in die heutige Zeit gewagt. In dieser Ausstellung gibt es eine Kinderebene. Man kann die Ausstellung mit einem sehr schönen Kinderheft auch besuchen. Sie können zum Beispiel die Kleidung ausprobieren, Sie können die Schrift ausprobieren oder die Handhaltung der Buddhas kennenlernen. Das sind natürlich interessante Themen für die ganze Familie. Für mich persönlich ist vor allen Dingen ein gekrönter Buddha aus dem Bhagan-Reich des 12. Jahrhunderts besonders stark in der Aura. Es ist eine Figur aus Holz, die man hier im sogenannten Tempelbereich der Ausstellung sehen kann. Ich wünsche mir, dass die Besucher viele Eindrücke mitnehmen, die sie erstaunen lassen, die sie berühren, die sie vielleicht auch nachdenken lassen. Denn die Konfrontation mit Menschen, die so ganz anders denken, leben und fühlen, als wir das tun, führt ja ein Stück weit immer auch dazu, dass man über das eigene Leben und das eigene Hier und Jetzt nachdenkt.